Jo, liebe Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Heute möchte ich euch ein Thema nahebringen, was gerade momentan in vielen Foren sehr kontrovers diskutiert wird. Es geht nämlich um die Einsteigerfreundlichkeit von League of Legends. Worum es sich genau handelt und eure Meinung dazu möchte ich selbstverständlich später unten in den Kommentaren lesen und ich fange dann auch einfach mal an. Ich war gerade auf dem PBE-Server unterwegs und habe mir die Changes, die jetzt in Zukunft kommen, mal durchgeschaut und habe das entdeckt. Homeguards, die Schuhverzauberung, wird entfernt. Die bekommt nämlich jeder bald ab Minute 20 selber. Uff, macht das Spiel natürlich sehr viel einfacher, besonders für diejenigen, die noch gar nicht so viel Geld da haben oder das schlechtere Team, was im Rückstand ist. Ist jetzt natürlich die Frage, warum macht der nur darüber eigentlich ein Video? Ob das positive oder negative Auswirkungen hat, wer weiß. Es geht mir aber um die Gesamtheit verschiedenster Änderungen in den letzten Monaten. Angefangen sogar ganz weit zurück, wie der Jungle komplett geändert wurde. Zur Erinnerung. Der Jungle damals war wesentlich härter und schwerer zu bestehen und auch nicht mit so einer Vielfalt an verschiedenen Champions. Mittlerweile gibt es ja saumäßig viele verschiedene Jungle-Items, die es fast mit jedem Champion möglich macht zu jungeln. Was ist noch die letzten Monate gekommen? Dragon und Baron Timer, die, wenn ihr oder wenn das gegnerische Team den Baron oder den Dragon gekillt habt, nicht nur ein großes, krasses Geräusch kommt, was jeder hört, sondern sogar im Chat geschrieben wird, ja, da wurde der Baron oder der Dragon getötet. Was noch? Pre-Season 6, die Wards werden automatisch geupgradet und kleine Veränderungen. Ihr seht also anhand dessen, ihr werdet es euch denken, League of Legends wird immer einsteigerfreundlicher. Was will Riot damit bewegen? Momentan muss man so ein bisschen die komplette League of Legends Situation betrachten. Nämlich E-Sport wird immer weiter anerkannt und mit League of Legends, was das eigentlich größte Spiel weltweit ist und auch einen sehr kompetitiven Bereich oder im kompetitiven Bereich ausgeprägt ist, profitiert davon natürlich ungemein. Was denkt sich also eine Spielefirma wie Riot? Wir brauchen mehr Spieler, da kommen mehr Spieler, wollen wir sie so lange am Spiel wie möglich halten. Deswegen also dementsprechende Änderungen. Es wird momentan hart diskutiert, ob diese Änderungen über Sinn machen, ob das gut oder schlecht ist. Sache natürlich ist die, viele, viele Spieler, die langfristig League of Legends schon spielen, haben das Gefühl irgendwie, da verändert sich da was, die wollen vielleicht die Herausforderung, die wollen darauf selber achten, die wollen einen Plan davon haben und die wollen ihr Wissen selbstverständlich auch einsetzen, was sie haben. Das heißt, sie fühlen sich vielleicht so ein bisschen für dumm verkauft. Momentan ist es aber, oder mittlerweile ist es so, dass man, wenn man das erste Mal den Champion hochlevelt, eigentlich, und das mache ich momentan so ein bisschen auch selber mit ein zweites Mal, nur noch auf Smurfs trifft. Das heißt, die Spieler, die League of Legends das erste Mal anfangen, werden geflamed und was weiß ich, weil sie einfach das Spiel noch nicht können. Natürlich, wer konnte es? Ihr mit eurem Champion das erste Mal auf Level 7 oder 6 oder sonst was? Wohl kaum. Also muss sich Riot da einen Weg überlegen, das Ganze einfacher zu machen. Das wird wahrscheinlich auch in Season 6 durch neue Designs, durch neue Oberflächen und immer mehr in diese Richtung Einsteigerfreundlichkeit gehen. Jetzt machen sich wahrscheinlich, und das ist auch ein großer Streitpunkt, viele, viele Sorgen, dass das Spiel zu einfach wird. Das heißt, es wird zu viel weggenommen von dem, was eigentlich an spielerischem Skill erforderlich ist. Und jetzt kommt ihr so ein bisschen für mich ins Spiel, denn ich frage mich, was ist eigentlich die Meinung von meiner Community dazu? Ich weiß, wir haben ein paar sehr, sehr High-Elo-Spieler dabei, wir haben aber auch ganz, ganz viele dabei, die noch nicht mal Level 30 sind. Und da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, besonders auch in Meinungen, was man von diesen Changes hält, die das Spiel einfacher machen. Und ich rede jetzt nicht von normalen Balance-Changes, sondern wirklich von automatischen Ward-Upgrades, Baron Dragon Coils, Homeguards-Entfernung und. Hilfen, die dem Spieler also Arbeit abnehmen. Und das ist jetzt meine Frage an euch. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare und lasst uns diskutieren. Vor allen Dingen, was ich mich so frage, kann man dann weitere Schuhverzauberungen kaufen? Die sollten ja nicht removed werden. Ich bin gespannt. In dem Sinne, ein sehr fragenreiches Video. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich freue mich auf die Diskussion mit euch. Bis dahin, euer Buddy. Ciao.